magst du diesmal begrüßen? Mach du mal, ich habe jetzt die ganzen Parts der Tschüss und Hallo gesagt. Nee, ich habe ganze Zeit begrüßt eigentlich so im Moment. Okay, dann machen wir es umgedreht. Nö. Willkommen, Freunde, zum weiteren Part. Ich wollte gerade sagen, Zelda Trial Princess. Oh mein, Fresse. Sonic Adventure 2 Bottle, wir machen Bottle? Das. Ja, Bottle. Bottleship. Du hast gerade gesagt, Dings. Los geht's, Lost Colony. Eine Bottle Sonic. Eine Sonic Adventure Bottle Flasche. So, 100 Ringe, ich bin mal wieder dran, weil du den Hard-Modus ja auf 9 Minuten gestretched hast. Plus Zeit wie Sterben und mehrfach was? Sterben. Das Lustige wird erst Mad Space heißt das Level, glaube ich. Tschüss. Ich finde ja mal. Boah, das Level ist ja auch bisher noch ohne Gleiten ausgelegt. Also, hier kriegt man erst das Gleiten. Richtig. Nein, ich will kein Eber. Eber. Ja, jetzt auch von Gandalf zu reden. Er mag es halt, Gandalf mag halt nicht verspottet zu werden. Also lass ihn in Ruhe. Er hat auch Gefühle. Er ist ein alter Mann. Was auch immer dieser Schalter hier bringt. Ringe, glaube ich. Nee, da hat sich eine Tür geöffnet. Oh, wo war hier der Ciao? Och nee, warum muss ich eigentlich immer die Dinger suchen? Letztens ich wundere, dass ich immer so lange brauche. Letztens hast du dich beschwert, dass du immer 100 Ringe machen musst und Moment. Ja, egal. Dass du 100 Ringe machen musst und den Hard-Modus nie kriegst. Ja, aber Ciao suchen mache ich genauso wenig gern. Ah, ja, das ist die Multiplayer-Battle-Strecke. Richtig. Aber das ist lustig, die schicken hier Drohnen hin, die unbewaffnet sind. Ja. Total. Vor allen Dingen, warum bricht Eggman sein eigenes Teil ein? Das ist ja das eigentlich ihm. Naja, zum du meinst, Teil. Du meinst die Space Colony Arc. Der bricht ja da so gesehen nicht ein. Er bricht nicht ein. Ihm gehört das ja nicht. Das gehört seinem Großvater, wurde aber von der Regierung geschlossen. Wer gesagt, gestürmt. Da in dem Verlauf ist ja Maria angeschossen worden und gestorben. Ja, und deswegen heult Shadow heute noch rum. Ja, wenn man belegt, dass Maria eine der einzigsten Menschen ist, die Shadow richtig kennengelernt hat oder mit denen er erstes Kontakt hatte, ist das schon erstes in dem Fall ja tragisch. Das schon. Ist leider nicht gekriegt. Toll, dafür da 20. Nein! Wenn jetzt getroffen wird, ich lade dich so aus. Ich kann mich ja treffen lassen. Und mich als tot dann noch gelten lassen, dann bist du dran. Viel Spaß beim Show. Jupp. B. Und so gesehen, wie heißt es, sind ja hier die Roboter sind ja alles Regierungsdinger. Von der Regierung. Und Eggman versucht ja nur das Ding wieder in Betrieb zu nehmen. Das macht er ja, indem er dann den Emerald einsetzt, da ist das Ding halt genug powered, um mehr Strom zu haben. Ja. BB. Da kriege ich kein B, weil ich den Ciao jetzt wieder suchen darf. Warum verstecken sich Chaos oder werden Chaos überhaupt entführt? Die Viecher haben überhaupt nichts getan. Er ist verschollen. Das sind alles die Chaos, die ich damals, das ist bei der Chao-Zucht, weil ich so viele Chaos hatte, alle in den Wald geschickt habe. Die müssen wir jetzt alle wieder einsammeln. Weil wir so lieb sind. Boom. Holy! La 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 la. Hier war der Chao auf keinen Fall. Du musst den Schalter drücken. Ich vermute, schaue sogar dir den Tipp. Du musst einen Schalter finden. Ja, denn keiner Küste versteckt ist. Hase, Bunny, Alter. Moment. Ich glaube, ich weiß, wo die Tür war. Alter! Denkst du auch, du wärst Captain Falcon? Was aussieht. War die Tür nicht hier? Nee. Weiter hinten. Kann ich nicht sagen. Ist so dunkel. Die Kamera ist toll. Da ist der Laser gewesen. Nee, hier ist nichts mehr. Ach man. Macht mal Licht. Nee, ist so kein. Ich bin aber noch keinen Betrieb angeschmissen. Dann kill ich eben Gegner für Licht. Wow! Ups. Hier vielleicht irgendwo etwas. Ah, da hinten sind's.
Okay, es sind nur drei Dinge. Hier oben war es mit Sicherheit auch nicht. Hier ist ja ein normaler Weg. Du gehst jetzt einmal umsonst im Kreis. Ist doch egal. Geht ums Prinzip. Geht ums Prinzip der sinnlosen Zeitverschwendung. Ja, ich muss ja alles erforschen. Alles erforschen. Du läufst einfach nur querbeet hier durch und guckst, ob irgendwo ein Mystic Melody Schrein zu finden ist und stirbst dabei auch noch. Nein, ich sterb nicht. Da unten ist nicht der Tod. Das sieht nur so aus. No! Guck jetzt da noch. Ich bin gestorben, du bist. Jetzt kippt er mir den Controller in die Hand. Hey, das war so abgemacht. Wer stirbt, gibt ab. Ja, aber eben gerade von der Hand unten ist auch tausendmal gestorben. Das zählt nicht, das zählt nicht. Ich habe gesagt, unter 10 Sekunden zählt nicht. Das heißt, du darfst beim nächsten Mal die Ringe wieder sammeln, dann wünsche ich dir viel Spaß. Mach ich lieber, als einen Chao zu suchen, den ich nicht kenne. Hallo, du kennst den Chao? Stimmt, du kennst ihn nicht. Das sind ja alles meine freigelassenen Chaos. In den Kindergarten. Weil ich Kindergarten geschickten Chao, so. Das ist einfach nur kein Skill mit Eggman. Gib's doch einfach zu. Hab ich auch nicht. Mein Spezialgebiet sind immer noch die Level von Sonic. Kenn ich ja eigentlich auch zu sagen. Aber Shadow, du magst nicht, wa? Hast Shadow wie die Pest. Das sag ich jetzt nicht, sonst hab ich viele Hater. Ja, jetzt hast du sie sowieso. Ich kann mich auch aussehen. Ich hab schon Deadshot gespielt. Ja, ich auch. Ich hab sogar auf 100% durchgespielt. 100% hast du es sowieso definitiv nicht. Doch. So, wir kommen zurück. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, 100%, die hast du auf jeden Fall nicht, weil dann müsstest du, für 100% müsstest du alle 355 Wege oder so gehen. Ich habe aber so ziemlich alle Wege gemacht, die ja, ist. Ja, du hast zwar irgendwie hast jetzt alle Dinge gemacht, damit du zum letzten Boss kommst, aber insgesamt gibt es ja so viele Story-Verschiebungen. Ja, aber das zählt nicht zu der 100% dazu. Doch, das wird so gesehen zu 100% gezählt. Ich zähle als 100% alle A-Ränge, alle Level geschafft und alle Upgrades. Falls man das Upgrades nennen kann. Naja, du meinst alle Schlüssel, wa? Ja. Njom. Laserpointer-Massaker. Ich mochte damals auch Shadow, aber irgendwann gab es dann so einen riesen Hype um den. Jeder wollte den, weil er schwarz ist. Ja, dunkel, nicht schwarz. Sonic ist einfach Kult. Fertig. Naja, da kann sich jetzt streiten, was besser ist, Sonic oder Shadow. Eigentlich ist Shadow ja nur ein Klon von Sonic, der genauso gut ist. Was man sagen kann, ja, es ist ohne Sonic würde es Shadow jetzt gar nicht geben, also sollen sich eben gewisse Leute nicht aufspielen. Und Shadow bleibt nun mal diese zweite Geige, weil das heißt ja nicht Shadow Adventure 2 Battle, sondern Sonic Adventure 2 Battle. Zum Beispiel. Oder Sonic Generations und nicht Shadow Generation. Und zwar Shadow the Hedgehog hat mir jemand mal erklärt, das ist ein Spiel, das entstanden ist durch die weibliche Fangemeinde irgendwie. Ein Verdammt! Ein Spiel, der für die weibliche Fangemeinde, die Gemeinde darum geht, mit Waffen Leute umzubringen. Ja. Cool. Shadow the Hedgehog hat sich aber dann nicht fortgesetzt. Ja, aber ich muss auch sagen, das Spiel, das war ganz okay mal, aber es passt irgendwie nicht in die Reihe. Ja, aber wo ist das denn? Ciao! Ja, ja, holy! Ich wette, das hat irgendwas mit dem Schalter da zu tun. Weil ich glaube, du hast den dem verbesserten Schuss noch nicht. Verbesserten Schuss? Ja, dass du diese grauen Kisten aufmachen kannst im regulären Spielverlauf. Ja, den kriegst du erst später, ja. Also muss es irgendwas mit dem Schalter zu tun haben. Den verbesserten Schuss kriegst du erst, jetzt ist auf der Strecke, jetzt ist wie Metal Harbor. Ja, eben. Vielleicht. Ah! Toll! Okay. Jetzt. Ach, dafür ist der Schalter, dass du nur diese Ringe bekommst ins Leben. Hm. Hallo? Wo ist der Chao? Zumindest wissen wir, der Schalter jetzt. Vielleicht doch hier unten irgendwo. Ich würde gerne hier lang gehen, ohne dass ich dann irgendwas reinrenne. Das ist scheinbar nicht möglich.
Ich dachte schon, ich hab ihn. Nein, da war nur ein Tier, ein Eber. Der Eber. Ey, hoch mit dir! Nee, da oben ist nichts. Ich bin ja extra die Runde gelaufen schon. Ich überlege aber trotzdem, was sein könnte. Aber eigentlich braucht man hier das Gleiten gar nicht. Man kommt hier locker ohne das Gleiten durch. Ja. Hüpft da, wenn man über die Kante, danach hier ist dieser eine Block, wo man noch drauf stehen kann. Kommt noch ohne das Gleiten durch. Jo. Hier ist eine Todesstelle. Hier ist ein Luftballon. Bums. Also hier ist nichts. Du kannst auch die Kamera jetzt nicht mehr drehen. Okay, die dreht sich bis zu einem gewissen Punkt und haut dann wieder schlagartig in die andere Richtung. Da vorne. Da. Ey, das ist ja zum Mäusemelken hier. Spiel ist fast durch. Mit allen Sub-, also mit allen Aufgaben, aber die letzten Missionen sind immer extrem lang. Na gut, wir hätten es auch verkürzen können, indem wir einfach im Voraus suchen. Ja, was hast du denn? Die Löcher hätte ich fast nicht gesehen. Was ich jetzt gerade schon mir aufgefallen ist. Ich habe da eben auch so eine Plattform gesehen. Oh. Ja, ich habe eben eine Plattform außerhalb gesehen. Spring mal darüber. Mach den mal tot. So, ihr alle. Jetzt dreh mal die Kamera, wenn es geht. Nö. Ich weiß, dass hier irgendwo so eine Plattform ist, die nach oben fährt. Die habe ich eben gesehen. Nee, die ist schon zu weit vorne. Ich habe die eben gesehen, als du vor, am Eingang da lang gelaufen bist. Habe ich die da hinten irgendwo gesehen. Jetzt da irgendwo die Kamera drehen kannst. Nö, doch nicht. Hä? Da. Da unten. Da in dem Loch, genau. Fies. Das habe ich versteckt. Boah. Ich hab's eben nur leicht gesehen. Alter Falter. Richtig fies. Wir wussten es ja, ich wusste, also wir haben es ja noch so leicht im Hinterkopf, aber wenn man das blind macht, das ist echt. Oh, ich sehe. Ich glaube, da kommt noch irgendein Gegner. Scheiße. Toll! Nein! Fuck. Bist du tot? No! Doch! Jetzt bin ich wieder. Das heißt, du hast wieder den Hardmodus, aber jetzt weißt du, wo der Chao ist und du kommst da nicht durch. Ah, la la la. Jetzt nach 7,5 Minuten kann man das dann auch mal beenden. Nach 7,5 Minuten? Ich war eben gerade schon über 9. Oh. Jetzt wird er wieder zurückgesetzt, wenn du in der Halbzeit bist. Ohne Worte. Naja. Nein! Nein. Wo ist er? Da. Boah. Komm wieder runter. Bums. Kommen wir überhaupt runter? Glauben nicht. Hallo. Okay. Bin ich wieder dran. Ey, wenn die Plattform nicht runterkommt, ist lame. So, hops. Schalter gedrückt. Na, im Endeffekt ist die Halbzeit kurz vorm Ciao. Ja, dass du es dann auch nochmal versiebst, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und pass auf, du versiebst das jetzt auch nochmal. Nö, ich hab's schon einmal versiebt. Aber wieder so eine fiese Stelle, wo man dann nicht direkt mehr so schätzen kann, dass dein Gegner kommt. Es war aber irgendwie doch zu erwarten. Ja, war zu erwarten, aber trotzdem hast du nicht mehr sehen können, von wo der kommt. Guck, jetzt ist es offen. Ja, aber wenn du losfliegst, geht schon langsam zu. Und das waren sogar zwei Türen. Josh. Na, so, endlich. Viel Spaß. Jetzt habe ich Zeit. Jetzt hast du Zeit. Ja. Zeit vorgegeben, meinst du? Ja. Freust du dich doch.
Ja, wie verrückt. Da 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 da. So. 3:30, das packe ich locker. Ja, dann hau mal mich vom Hocker. Ja, die Mission ist ja nicht lang. Mann, du reimst die zweite drauf. Hocker, was reimt auf Hocker und Zocker? Ja, Mann, weil ich bin voll der Pro-Zocker. Yeah. Holy, da. Eggman stimmt mir zu. Ja, dann ruck die Bühne. La 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 la. Eggman kann. Das wäre doch mal was Cooles. Na klar. Das mit Eggmans langen Beinen. Ich muss mich gerade dran erinnern. Wer kennt diese Sendung? Kann in den Kommentaren schreiben. Tex Avery Show, ey, das ist alles so Mist. Mhm. Zusammengewürfelt, das ist alles mögliche, egal. Da hat die Kinderverblödung angefangen. Ja. Da musst du RTL noch eine Stunde machen. Nee. Das ist ja von Super, das lief ja in Super RTL und alles, was in RTL lief, ist ja okay. Mhm. Also dadurch, dass RTL solche Berichte gebracht hat, habe ich zumindest immer jetzt eine gute Ausrede. Ja, wenn mir irgendjemand sagt, ja, dann sage ich bin Gamer, ich darf das. Wow. Alter! Ist das nach unten? Ja, dann muss eine Tür aufmachen. Achso. Glaube ich, nee, doch, geht. Oh, dann freue ich mich auf den Hard-Modus. Dann darf ich ja die Welt aussuchen, cool. Oh nein, ich weiß, was du dann machst dort. Deshalb freue ich mich jetzt mal gar nicht. La 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 la. Das Lustige ist, die können dich hier gar nicht treffen. Egal, was du machst. Egal, ich kill sie Punkte halber, ich will kein E. Dann musst du Combo machen. Jusch! Ja, du musst uns. Gut. Nice! Nice Shot! Nice, oh! Jusch! Los. Geh kaputt. Geh kaputt, Mann, ich hab keine Zeit. Und du hast dahinter den Gegner gekillt. Banzai! Ich glaube, schon Schalter drücken. Nee, sprengen, okay. Wer platziert eigentlich Sprengsätze an der Tür, die du öffnen musst? Hä? Weiter nach hinten gehen, da gibt's einen. Ja. Ich hasse diese Kameraführung so. Das ist total behindert. Du kriegst ja noch einen Treffer ab. La la la. Wo ist das Goldring da? Das, wo ist das Goldring? So, viel Spaß mit Hauptmann. Obwohl, doch stimmt das in dem Fall, stimmt ja, das ist ja sachlich. Man sagt zwar eigentlich der Goldring in dem Fall, aber ja. Das ist sachlich. Das ist kein Männlein oder Weiblein. Na guck, ich habe übrigens keine E mehr, wollte ich nicht. Oh Mann. Eigentlich müsstest du mehrere E's haben für Eggman. Das D steht für Dr. Eggman. Aha. Und das schreibst du auch mittendrin rein, wa? Ja. So, wir haben versucht Eggman zu schreiben. Wir haben Bat geschrieben. Eggman hat einen neuen Namen. Bat. Was? Da fehlt doch noch ein Buchstabe. Das macht nur mal ein E, dann haben wir Bede. Mhm. Kannst ja alle Versionen mal durchgehen. Oder Bette. Oder Beda. What the? Wow, voll schwer. Oh, du hast die Plattform mit kaputt gemacht. Ja. Also, falls du vorgehst, hast du dich selber umgebracht. Mhm. Aufmachen. Aufmachen. Tschüss. Ach. Feuerfall! Autsch. Sind mehr Laser da. Was? Die können auch schießen? Ja. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Hä? Also. Und da oben ist dann ein Gegner, den er abschießen kann. Nur wenn ich da draufstehe wahrscheinlich. Oder so.
Nein. Wir nochmal fliegen. Ist gut hier langsam. Okay. Ich dachte, das ist der Shooter-Teil, aber irgendwie entwickelt sich zum Jump-Run-Teil. Wow, schwer versteckt. Wahrscheinlich ist jetzt der rechte, weil er Hard-Mode ist. Cool, das Triebwerk glitscht. Man hat das Triebwerk noch. LOL. Und jetzt ist es wieder aus. Doof. Moment. Och, nervt der vorne nicht. Jetzt können die alle schießen, ne? Wenn die Ballon da hinten haben. So. Pass auf, Rakete ist weg. Spaß. Ich hätte mir vorstellen können, dass die jetzt einen Schalter so reingeknallt hätten. So. Oh, wie süß. Du musst weiter nach vorne springen. Jusch, jusch. Eggman macht immer so coole Geräusche. Voll das schwere Rätsel. Extra ein Ding angebracht, um einen Gegner zu töten. Ich könnte mir vorstellen, dass die diese Bombendinger wieder angebracht haben irgendwo. Ey! Aha! Ja, okay, das hast du doch mit Absicht gemacht. Oh Mann, hier viel Spaß. So viel zu meinem schönen Level danach. Ich hab. Naja, wobei ich hab wieder so einen coolen Vorführeffekt, dass ich jetzt eh sterbe. Wahrscheinlich kommt, hättest du den Kapselplanet oder den Mist damit ausgehebelt, na? Ja. Entweder Crazy Gadget oder Mad Space. Ja, ich hab vertauscht das immer mit den Tasten. Ja, es ist, wenn ich B-Taste die ganze Zeit spamme und versuche dann zu gleiten, lass die A-Taste in dem Moment nicht los. Ich will mir gleichzeitig das versuche. Wow! Da muss ich nicht sagen. Hier ist das Spiel ganz locker, aber Kirby's Air Ride bricht bei so viel Aktionen ein bisschen die Framerate zusammen. Ich pass auf, da ist eher eine Falle. Ich schieße schon aus Gewohnheit. Ich kenne das Spiel mittlerweile. Vorsicht. Oh, ich dachte, die ganze Brücke geht kaputt. Na, und da schwebt jetzt ein Ding in der Luft, deswegen. Geht weg, ihr scheiß Gegner, la la la. Jetzt. Die Zeit ist, das hier ist einfach eine Zeitverschwendung. Getroffen werden kannst du gut, wenn du sowas machst, also ganz zeitig drehst und B-Taste spammst, kannst du sowieso nicht getroffen werden. Ich glaube, die können dich nicht mal so treffen. Das ist Score sammeln, Leonard. Duft, 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 duft. Und tschüss. Komm, dritte noch. Wow. Der hat fast getroffen. Vier. War ein Jagdschuss, aber er war zu gut gesetzt. Great. Pass auf. Ich war fast drauf an. Alter, da unten ist gerade die nächste, selbe Kacke wieder. Wenn du genau hinguckst, eine ist wieder am Boden platziert. Wenn ich mich nicht irre. Da weit unten. Der hat sich gerade selber erledigt, würde ich mal behaupten. Erstmal alles aufschießen vor. Oh, der ist nicht gesprungen. Tschüss, Eggman. Jetzt bin ich wieder dran. Ich wusste, dass ich es wieder verkacke irgendwo. Oh, ich darf jetzt wieder Taxi fahren. Oh, ist das scheiße. Busch. Bum, 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 bum. Burum, 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 burum. Njom, 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 njom. Machen wir hier einfach mal Kombo. Komm, 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 komm. Gerade so. Voll die evil Lache. Ja, muss der Eggman üben. Er will auch mal so evil sein wie Gandalf. Ich habe vor, Gandalf, Bowser und Eggman verbünden sich. Das wäre doch mal ein geiles Spiel. Und dann mit denen. Und drei. King DDD. Da passt er mir nicht rein. Er ist aber auch böse. Muss Kirby mitspielen. Oh, Kirby.
Und Kirby kann dann Link und so schlucken für Fähigkeiten. Stimmt, eigentlich bräuchtest du dann nur Kirby als Held. Hm. Kirby kann ja eh alles kopieren. So. I. Jetzt. So. Hauptmission abgeschlossen. Ja, dann im nächsten Part geht's weiter.